Willkommen zu einer neuen Folge der Heimatgeschichten. Auch heute erkunden wir wieder gemeinsam unser wunderschönes Umland, diese Woche in Ismaning. Die Gemeinde liegt am rechten Isarufer. Ihr Zentrum bildet das Schloss und der 7 Hektar große Schlosspark. Aktuell leben hier 18.000 Menschen und einige davon sind Mitglied in einem ganz speziellen Verein, den ich heute besuche. Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, einen Burschenverein, den gibt's in so ziemlich jedem Dorf, was es auf sich hält. Aber einen Dirndlverein, das ist schon was ganz Besonderes. Hier in Ismaning gibt's aber einen. Und die zwei Vorständinnen, die Dani und die Marina, sind heute bei mir. Servus, grüß euch. Hi, Christi. Servus. Wie ist die Idee entstanden zum Dirndlverein? Also die Idee war keine Schnapsidee. Sie ist zwar am 1. Mai bei drei unseren Gründungsmitgliedern entstanden. Wie sie auf dem 1. Mai-Ausflug waren, haben sie sich gedacht, also irgendwas fehlt in Ismaning und das ist definitiv der Dirndlverein Ismaning, weil, wie gesagt, die Burschen gibt es ja doch schon und dieses Pendant ist einfach das Glanzstück, sag ich mal, dazu. Es vereint halt das Dorf zu einer Gesamteinheit und man hat alle Rubriken letztendlich, glaube ich, einfach abgedeckt. Genau. Seid ihr alle beide seit Anfang an mit dabei? Also nicht seit Stunde 1-1, aber seit der allerersten Sitzung sind wir dazugegangen, genau. Du auch, Marina? Ja, genau, wir waren bei der ersten offiziellen Versammlung dabei und dann haben wir gesagt, ja, da bleiben wir gleich dabei, haben uns erstmal angeschaut, was ist denn das, wer ist denn da dabei, aber ich glaube, wir waren gleich sympathisch und die uns auch und dann sind wir seitdem dabei. Wie viele seid ihr denn inzwischen, wie viele Mitglieder habt ihr? Also aktive haben wir jetzt 68, das heißt die ledigen Mädels und unsere passiven, das sind zum Beispiel schon Verheiratete oder auch Mamas von uns, da sind wir jetzt bei 18 aktuell. Also wenn man verheiratet ist, der muss raus quasi. Ehrlich, ist das so? Offiziell ja, aber gerade machen wir es einfach so, weil es ist so meine Schwester oder so, die ist trotzdem noch aktiv dabei, aber ist er jetzt verheiratet, dann sagt er, komm, sagen wir mal nicht so, kommt trotzdem noch mit. Sehr gnädig. Aber ich habe auf Instagram gesehen, ihr seid dann auch bei der Hochzeit so richtig dabei. Genau, wir verabschieden unsere Mitglieder dann einfach offiziell, weil sie müssen durch unseren Vertrag sozusagen raus. Mhm. Und dann kriegen sie von uns ein kleines Geschenk und auch eine schöne Rede meistens von der Dani noch. Und freuen sie auch meistens einfach so ein offizielles Dankeschön nochmal an alle, was die ganzen ihr Herzblut reingeschickt haben in den Verein. Und dann dürfen sie offiziell in den passiven Stand eintreten. Bleiben auch nicht die Augen trocken. Also ich muss auch wirklich sagen, also mir fällt es meistens relativ schwer und auch den Mädels, dass wir alle immer da stehen so, ja okay, schon irgendwie traurig, aber... Also ich würde behaupten, sie arbeiten teilweise genauso viel wie unsere Aktiven. Also okay, da drückt mal das Auge zu. Was macht ihr denn jetzt als Verein überhaupt so alles? Was steht so bei euch im Kalender? Was sind so eure Veranstaltungen, die das ganze Jahr so ablaufen? Also in sich richtige Veranstaltungen von uns haben wir in Weiberfasching, der ist immer ja im Februar. Das ist halt unsere Party im Hain. Dann haben wir im Mai immer kurz vor Muttertagsbasteln. Das ist meistens von 1. bis 4. Klasse. Das sind meistens so um die 15 Kinder, die einfach zum Basteln kommen. Ich würde behaupten, aber unsere Mädels haben fast genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr. Also Glitz ist ein Muss, würde ich behaupten. Genau, dann haben wir unsere Kanner-Party, die mittlerweile im Oktober ist. Ist einfach am Samstag, sage ich mal, eine Party, wo man abends so ab 8 Uhr hingehen kann und bis morgens in der Früh um 3. Und was, das ist ein Thema, das ich auch bei mir auf dem Zettel stehen habe. Was ist die Kanner-Party? Also die Kanner-Party ist einfach so unser Symbol. Also es gibt die Clubball zum Beispiel, also Wäscheklammerl mit DVI beschrieben als Pfand. Das ist das erste Highlight so ein bisschen, weil es einfach unikatstechnisch für uns steht. Und man trinkt halt sein Getränk aus der 1-Liter-Kanne. Also ganz viele Leute unterschätzen es wirklich und sagen, ach ja, diese kleine Kanne, da ist eh nichts drin an Alkohol. Und dann, wenn man doch mal so ein Liter Mischgetränk trinkt, der eine oder andere stellt dann doch lieber fest, das nächste gibt es vielleicht doch lieber einen Becher. Aber die Kanne ist halt einfach unikat. Also so Gießkannen, ja, genau. Richtige kleine Gießkannen in verschiedensten Farben, bunt gemischt. Und dann trinkt man draus. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Also die Kanner-Party haben wir damit abgehakt. Was steht sonst noch so im Kalender? Das letzte Highlight ist unser Winterwarm-up. Es ist also wie so ein Christkindlmarkt, auch da draußen in der Mühle im Biergarten. Wir haben unsere eigenen Buden. Wir machen wirklich von Essen zu Getränken, zu selbstgemachten Adventskränze, die man von uns dekoriert kaufen kann. Einfach alles querbeet einmal selber durch. Ist wirklich so als Winterwarm-up, also es ist vor der Christkindlmarktzeit. Total schön einfach und gerade eben auch mit der Fahne, die hier auch wohnt und mit der Sandra, die unsere Fahnenmutter ist, macht es halt einfach Sinn, dass das ja so ein bisschen was Heimatliches hat, einfach so gemütlich zu Hause sind wir dann doch einfach. Ja, nee, das ist so unsere
euer Veranstaltungskalender, ja, so das ganze Jahr über. Ja, wobei es einfach nicht langweilig wird. Also muss ich echt sagen, also auch die Gemeinde zum Beispiel fragt ganz oft bei uns einfach an für Kinderschminken oder auch so der FCI oder die Burschen oder die Schaffler. Wir haben auch schon die Kränze gebunden für die Schaffler-Tänze. Da, wo sie zwischendrin einmal aufgetreten sind nach Corona, jetzt hat eben, haben wir uns zusammengetan in der Feuerwehr die Kränze gebunden, haben uns die katholische Frauen eben auch unser Patenverein noch geholfen. Und es ist einfach auch so von den Vereinen, dass wir einfach zusammenhalten. Also es, jede Veranstaltung lebt von uns gegenseitig, dass man sich unterstützt und hilft. Das heißt, den Burschen beim Schnapsverkauf am 1. Mai eben auch. Das sind einfach so, ja, Termine, die man einfach mitmacht. Auch von der Kirche her, da ist man einfach am Start. Die Burschen sind jetzt auch gerade noch ein gutes Stichwort. Wie ist denn das Verhältnis zum Burschenverein? Ist man da Rivalen oder ist man da eher Freunde? Also früher war es angespannter, sage ich jetzt mal. Als wir neu gegründet waren, war das schon so, was wollen jetzt die Mädels? Aha. Mittlerweile, müssen wir sagen, haben wir dieses, oder letztes Jahr, sind wir Patenverein geworden. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen, oder wir haben beide Gründungsfest 2024, die im 130er, das wir 10-jährig sind, auch was zusammen machen wollen. Die Idee kam bei den, vor allem bei den Jüngeren natürlich super an, so bei denen und auch bei uns. Und dann haben wir gesagt gehabt, wenn wir schon Feste zusammen machen, dann machen wir es gescheit und dann machen wir einen Patenverein draus. Und jetzt sind wir in quasi zweiwöchentlichen Rhythmus mit den Planungen mit den Burschen immer dabei. Also ganz brüderlich und schwesterlich jetzt dann unterwegs. Das ist doch super schön. Wir schauen uns jetzt gleich noch an, weil das ist ja doch jetzt ein sehr modernes Konzept, so der Dernl-Verein und was ihr alles so für Veranstaltungen habt. Ihr habt aber auch noch so ein paar ganz traditionelle Elemente, die einen Verein einfach ausmachen. Und die, die werden wir nach einer kurzen Pause uns anschauen. Bis gleich. Willkommen zurück beim Dernl-Verein in Ismaning. Und jetzt sieht man euch mal in voller Pracht. Ihr habt eine einheitliche Tracht auch. Ja, genau. Also alle Mitglieder haben dieselbe Schürze, die ist handgewebt auch. Also die wird nur für uns gewebt. Einfach halt auch, um dieses Unikatstechnische so ein bisschen zu lassen und dass sie halt einfach langlebig ist. Also man kann sie zu jeder Zeit nachmachen lassen. Es ist wirklich so, dass man sie immer wieder kriegt. Weil wenn du jetzt heute zu Moser reingehst, dann hast du halt die Schwierigkeiten, dass du halt die irgendwann nicht mehr kriegst. Und so ist es wirklich gewährleistet, dass jedes Mitglied, egal wann es dazugeht, halt diese Schürze auch haben kann. Super schön. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch toll wirkt, wenn ihr da in voller Frauenstärke miteinander auftretet. Mhm. Seid ihr auch bei so Festumzügen dabei? Ja, genau. Wenn zum Beispiel so wie bei unserem Gründungsfest oder auch bei anderen gibt es dann eben Umzüge. Und wenn einfach 20, 25 Mädels daherkommen mit dieser schönen pink-roten Schürze, macht es halt schon was her. Das glaube ich. Und so zu einem Festumzug, da gehört ein Daferl dazu und auch eine Fahne. Die ist ja der Hammer. Ja, also das ist auch wirklich, glaube ich, unser wirkliches Herzstück, die Fahne. Das ist einfach das, was man, ja, man kann es kaum beschreiben, weil es halt einfach wirklich den Verein auszeichnet. Das zeigt das Heimatgefühl aus, was man einfach hat, wo man verwachsen ist und was einfach alles hinter dem Verein steht. Weil diese Fahne ist natürlich auch kein einfaches Ding, das sich mal zu kaufen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel unsere Fahne durch Spenden ermöglicht. Also hat wirklich der ganze Ort hat einfach zusammengelegt und immer wieder geschaut, dass wir halt einfach auch innerhalb von 5 Jahren einfach unsere Fahne schon haben konnten. Weil sonst hätten wir es gar nicht schaffen können. Das ist einfach auch ein finanzieller Aspekt, den man nicht so einfach stemmt. Genau. Die hat, ich habe gehört, auch eine sehr schöne Rückseite, hast du ja gesagt. Ja, wenn das jetzt schon so das Herzstück ist, dann schauen wir uns die jetzt auch nochmal. Oh! Auf der Rückseite ist nämlich unsere Gemeinde, also das Schloss sozusagen. Ja. Genauso wie der Name nochmal eingesteckt und auch das Ismaninger Wappen und auch das Gründungsjahr eben und das Datum von der Fahnenweihe, wann wir sie auch gekriegt haben. Das ist einfach so alles verewigt und auch mit den ganzen Goldranken und Blumen und Herzchen und Details. Das ist einfach so nochmal ein bisschen schöner. Und bei so einem Festumzug, wenn unser Fähnrich die dann schwingt, also das gibt schon Gegreische von unseren Mädels, da muss man aufpassen. Das heißt dann aber trotzdem noch Fähnrich? Ja. Wir sind Fähnrichin? Ja, genau, Fähnrichin. Wir sind da ganz entspannt, also unser Fähnrich macht das super. Stark. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, euch gibt es jetzt seit bald seit 10 Jahren. Die Frage, die stelle ich euch jetzt vielleicht beiden mal separat, weil Erinnerungen sind ja immer sehr individuell. Was hast du, Marina, für besondere Erinnerungen aus den 10 Jahren? Was war für dich so ein Highlight mit dem Dernl-Verein, was einfach toll war, wo du gern dran zurückdenkst? Also auf jeden Fall unsere Fahnenweihe, wie wir sie bekommen haben 2018. Einfach, wenn der ganze Ort auf uns schaut und wir repräsentieren dürfen, was wir haben, was wir sind, dass wir auch da sind einfach.
Und es sind auch ganz viele kleine Sachen, wie jetzt zum Beispiel unser Hüttenausflug. Du bist einfach mal am Wochenende mit deinen Mädels unterwegs und kannst einfach ganz für dich sein, einfach Spaß haben. Das sind eher die kleinen Sachen tatsächlich dann noch dazu. Und bei dir, Dani? Also natürlich auch fahren, weil muss ich mich anschließen, weil es einfach ein Highlight ist. Ich glaube, das vergisst man nicht mehr. Und auch bei mir jedes kleine Detail. Also selbst wenn ich ein Mädel verabschiede in dieses passive Mitgliedschaft, ich weine meistens wirklich einfach mit. Und auch eine Jahreshauptversammlung, wo ich mich einfach bedanke bei den Mädels, weil das ist nicht selbstverständlich. Also dieser Zusammenhalt, den wir haben, das ist einfach schon schön. Wir haben mal ganz kurzzeitig das Motto gehabt, oder lange eigentlich das Motto gehabt, wer zickt, der fliegt raus. Aber bei guten 68 Mädels, wer zickt, fliegt raus, wird schwierig, weil dann haben wir irgendwann keine Mitglieder. Nein, man darf jeder mal so sein, wie er ist. Und das ist einfach, finde ich, das Wichtigste. Also es darf jeder so sein, wie er ist. Es hat jeder unterschiedlich Zeit, Lust, Motivation. Manche verausgaben sich total beim Basteln. Es ist wunderschön mit anzuschauen. Es gibt einfach Kekse und Punsch und man bastelt vor sich hin. Oder beim Muttertagsbasteln mit den kleinen Kindern. Das sind so, ja, die kleinen Momente, die machen es einfach wunderschön. Also so wirklich einfach herzerwärmend. Jetzt steht ja dann euer 10-Jähriges vor der Tür. Wie wird das gefeiert? Natürlich gebührend. Also vom 13. bis zum 16. Juni geht es dieses Jahr bei uns rund. Wir fangen am Donnerstag an mit einem Ismaninger Abend, da wo wir einfach den ganzen Ort einladen und einfach so den ganzen Ort feiern, weil es gehört einfach alles zusammen so ein bisschen. Am Freitag gibt es dann unsere Kannerparty meets BVI, weil ja unsere Burschen einfach auch mit dabei sind. Und dann wird mit DJ gefeiert am Abend. Am Samstag haben wir am Abend auch eine Party geplant, und zwar heißt Kerstin Katz. Halt Kerst, nämlich wirklich der Katz. Also das Feiern bis zum Umfallen so ungefähr. Und am Sonntag gibt es dann den grünen Abschluss mit allen umlands eingeladenen Vereinen. Also wirklich, seien es 10, 15 oder auch 100 Kilometer, ist fast jeder eingeladen und darf mit uns einfach feiern und den ganzen Tag vom Bierathlon bis abends Afterparty einfach einmal querbeet durch. Und das wird, glaube ich, richtig lustig, hoffentlich. Das glaube ich auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch vor allem gutes Durchhaltevermögen. Und vielen Dank, dass ich euch besuchen habe dürfen. Ihr seid wirklich ein sehr sympathischer Verein. Du darfst gerne auch in Kundungsnis vorbeikommen, wenn du magst. Das schauen wir mal. Das klingt auf jeden Fall super. Ihnen daheim sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus. Tschüss.